Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer wöchentlichen Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt. Jede Woche bekommen Sie von uns hier ja das Wichtigste aus einer unserer hanseatischen Nachtvorlesungen zu diversen medizinischen Themen, die wir Ihnen regelmäßig anbieten. Falls Sie mal nicht bei einer Live dabei sein konnten oder falls Sie einfach lieber bequem von zu Hause aus sich die Themen nochmal anschauen, können Sie alles machen, denn alle unsere Sendungen sind ja auf unserer Internetseite, die Sie gerade besuchen, zusammengefasst. Heute soll es um das Thema gehen, altersbedingte Makuladegeneration, also AMD abgekürzt. Und als Gesprächspartner ist der Mann bei mir, der die hanseatische Nachtvorlesung zu diesem Thema auch gehalten hat, nämlich der Privatdozent Dr. Ulrich Schaudig. Er ist Chefarzt der Augenabteilung der Asklepios Klinik in Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Fangen wir mal mit einer leichten Frage an, Herr Doktor. Was ist denn überhaupt eine altersbedingte Makuladegeneration? Also in dem Wort stecken ja mehrere Dinge. Zum einen altersbedingt, das ist, glaube ich, noch leicht zu verstehen und leicht zu erklären. Mhm. Es ist eben eine Erkrankung, die mit dem Alter zusammenhängt. Natürlich nicht nur mit dem Alter. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Das zweite ist die Makuladegeneration. Also wieder zwei Informationen in einem Wort. Das eine ist die Makula. Was ist die Makula? Die Patienten sagen zu uns immer gerne, Herr Doktor, ich habe die Makula. Mhm. Gott sei Dank haben Sie die Makula, denn die Makula ist die Stelle im Auge, mit der wir scharf sehen. Mhm. Der eine kleine, einen Quadratmillimeter große Fleck im Zentrum der Netzhaut, mit dem wir in der Lage sind, schärfer zu sehen als die meisten anderen Tiere zum Beispiel. Mhm. Also außer den Menschenaffen und den Vögeln sieht kein Tier so scharf oder zumindest in dieser Form scharf, wie wir das tun. Und dann ist die Degeneration, das ist das Letzte. Degeneration heißt einfach Veränderung, schwach werden, schlecht werden. Also eine Erkrankung, die diese Stelle zerstört. Und das ist, damit haben wir es eigentlich schon. Das heißt, es ist eine mit dem Alter zusammenhängende, allmähliche, am Ende tatsächlich Zerstörung oder ein schlechter Werden dieser Stelle des schärfsten Sehens. Wie gefährlich ist denn sowas? Mit der Stelle des schärfsten Sehens sehen wir scharf. Das heißt, wenn sie allmählich schlecht wird und nicht mehr gut funktioniert, dann sehen wir unscharf. Wir können nicht mehr lesen. Das geht bis hin zu einer Fast-Erblindung. Nicht ganz, denn der Rest der Netzhaut ist von dem Problem meist nicht betroffen, sodass uns das Zentrum fehlt, aber außen herum sehen wir noch scharf. Also keine Erblindung, aber eben zum Beispiel Verlust der Lesefähigkeit, der Fähigkeit, Fernsehbilder scharf zu sehen und damit erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität. Das wollte ich gerade sagen, Lebensqualität geht auf jeden Fall verloren, aber gefährlich in dem Sinne kann man sagen, ist es dann nicht. Also es ist keine Erkrankung wie jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung, die sich im ganzen Körper ausbreitet. Es ist keine Erkrankung, die einem ans Leben geht. Mhm. Nein, nein, sie zerstört die Sehfähigkeit im Zentrum und das ist sozusagen die Gefährlichkeit. Ja. Bei wie vielen Menschen passiert denn sowas? Weil altersbedingt kann ja bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, in steigendem Alter davon betroffen zu sein. Es passiert bei sehr vielen Menschen. Unser Problem ist natürlich immer, dass uns alle statistischen Angaben nicht wirklich helfen für den individuellen Fall. Mhm. Aber es ist die häufigste Ursache für eine Erblindung in unseren Breiten jenseits des 70. Lebensjahres. Also das ist schon eine Erkrankung, die häufig ist. Können wir als bewusste Menschen, die hoffentlich bewusst mit unserem Körper umgehen, denn was dafür tun, dass das eventuell nicht passiert oder durch falschen Lebensstil die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir eine AMD bekommen? Es gibt einen Teil der Ursachen dafür, den wir nicht beeinflussen können. Das ist unser genetisches Programm. Also es ist wohl schon so, das wissen wir heute, dass bestimmte Menschen oder eine bestimmte genetische Zusammensetzung eben gibt, die uns dafür anfällig macht. Da können wir nichts tun. Wir können uns gesund ernähren. Ja, wir wissen, es gibt eine große Studie, die herausgefunden hat, dass bestimmte Ernährungsanteile gut sind. Es gibt daraufhin natürlich sofort eine Menge an Nahrungsergänzungsmitteln, die man dafür kaufen kann. Mhm. Da gibt es einige Spurenelemente und Vitamine. Darüber hinaus können wir vermeiden, dass wir rauchen. Nikotin ist ein bekannter Faktor, der leider Gottes die Entstehung der Makuladegeneration auch, wie so vieles anderes, beschleunigt oder verschlimmert. Also das ist etwas, was wir auch bleiben lassen können. Generell sowieso. Aber eben auch für die Makuladegeneration.
Darüber hinaus können wir nicht viel tun. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Wellenlängen des Lichtes die Sehpigmente in der Stelle des schärfsten Sehens besonders schädigen, insbesondere im blauen Bereich. Aber wir können natürlich nicht die ganze Zeit mit Sonnenbrillen herumlaufen. Und es ist auch noch nicht ganz, ganz klar, wie stark dieser Anteil ist. Also gesunde Ernährung, verzichten aufs Nikotin und dann versuchen, die Frühstadien herauszufinden, in denen man eben zum Beispiel durch Nahrungsergänzungsmittel was tun kann. Ist die Makuladegeneration generell heilbar oder kann man nur sozusagen stoppen, dass sie sich weiter verschlimmert? Das kommt darauf an. Wir sprechen von der feuchten oder von der trockenen Makuladegeneration. Für die feuchte habe ich auch ein paar Bilder da mitgebracht, die man sich mal anschauen kann, was da eigentlich passiert. Das ist ein Modell, was die menschliche Netzhaut zeigt in seinem Schichtaufbau. Also man muss sich vorstellen, dass das Licht jetzt sozusagen von oben hereinfällt. Also eigentlich, wenn ich es jetzt bei mir anschaue, dann ist es sozusagen in dieser Richtung. Also hier oben kommt das Licht hinein und im unteren Teil der Netzhaut sitzen die Sehzellen, also die sogenannten Photorezeptoren, die das Licht auffangen und die Information dann ans Gehirn weiterleiten. Und darunter gibt es eine wichtige Schicht, das ist das sogenannte Pigmentepithel. Das ist also eine pigmenttragende Schicht, die diese Sehzellen schützt, ernährt und Abbauprodukte des Stoffwechsels dieser Sehzellen abtransportiert oder speichert. So sieht es normalerweise aus und darunter sind Blutgefäße, die das Auge von unten her, die Netzhaut von unten her versorgen. So ist also alles ganz normal und schön und gut. Und jetzt kommt die altersbedingte Veränderung. Da lagern diese Sehzellen hier unten diese Stoffwechselprodukte ab und diese Zellen im retinalen Pigmentepithel, die ab, genau, aber irgendwann wird es zu viel und dann schaffen sie es nicht mehr und dann lagern sich hier so gelbe Flecken ab. Der Augenarzt spricht von Drusen, das ist ein plakativer Ausdruck. Sie kennen diese Mineraldrusen, also diese Quarzdrusen. Das sieht für uns genauso, für uns Augenärzte sieht es im Auge aus, wie so ein glitzerndes Beet von solchen Quarzkristallen am Augenhintergrund, deshalb nennt man die Drusen. Also Ablagerungen. Hier merkt der Patient erstmal nicht sehr viel. Vielleicht dadurch, dass das angehoben ist, ist diese Linie hier oben, die Netzhautoberfläche darstellt, eben auch nicht mehr gerade. Und wenn die Netzhautoberfläche wellig ist, das kann man sich ja vorstellen, dann sieht man etwas leicht verzerrt. Erstes Alarmzeichen. Wäre das zum Beispiel, Zwischenfrage kurz, weil ich gerade kürzlich eine Netzhautuntersuchung beim Augenarzt gemacht habe, würde der da schon sehen, dass die Oberfläche eben nicht normalförmig ist, sondern etwas anders? Das würde er eventuell sehen. Was er sehen würde, wären diese Ablagerungen hier. Die würde er wahrscheinlich sehen, weil die eben so auch leicht gelblich sind. Diese wellige Oberfläche, die würde der Patient wahrnehmen. Er würde feststellen, dass eine normalerweise gerade Linie plötzlich krumm ist. Sehr praktisch immer, die meisten von uns haben irgendwo im Badezimmer Kacheln und die sind meistens rechtwinklig, haben rechtwinklige Fugen. Also wenn man man kommt abends nach Hause und hatte ein, zwei Bier. Oder dann sollte man nicht gleich als Ursache an die Augen denken, sondern vielleicht an etwas anderes. Aber dann sieht man die eben krumm. Okay. Und das wäre dann zum Beispiel die Ursache. Jetzt schreitet die Erkrankung fort. In diesem Moment sprechen wir noch von einer trockenen Makuladegeneration. Trocken deshalb, weil hier unten noch keine Flüssigkeit ist. Es sind zwar hier Ablagerungen, aber es hat sich noch nicht Flüssigkeit da breit gemacht. Wenn es anhält oder wenn es eine bestimmte andere Form ist, dann passiert Folgendes. Dann gehen diese Pigmentepithelzellen eben weiter zugrunde. Und nun kommt es zur Ausschüttung von Substanzen, die neue Blutgefäße entstehen lassen. Also aus diesen Zellen heraus werden Stoffe abgesondert, die dummerweise die Eigenschaften haben, dass sich hier neue Blutgefäße ausbilden. Und die versuchen im Prinzip, es ist ein gesunder Mechanismus, der Körper reagiert darauf, nur an dieser Stelle ist es ungünstig. Ja. Dann bilden sich hier neue Blutgefäße, die wachsen da ein. Und nun passiert natürlich mit der Netzhautoberfläche und mit den Photorezeptoren, also mit den Zellen, die eigentlich das Sehen
ermöglichen, etwas, was ungünstig ist. Sie werden eben zum Teil zugrunde gehen. Sie werden außerdem durch diese Blutgefäße verdrängt. Und zum Dritten kommt es eben dann aus diesen Blutgefäßen. Und damit sind wir beim letzten Stadium. Das ist das Schlimmste. Eine feuchte. Da kommt es eben zum Austritt von Flüssigkeit. Und dann sieht die Netzhaut plötzlich so aus. Und dann gibt es hier diese großen Ansammlungen von Flüssigkeit unter der Netzhaut, innerhalb der Netzhautschichten. Und ist dann das alles Blut? Kann man sich vorstellen. Nein, das ist nicht alles Blut. Es ist zum Teil möglicherweise Blut. Ja. Es ist zum Teil einfach Gewebswasser, was da aus den Blutgefäßen und aus den Zellen austritt. Und damit kann man sich vorstellen, dass man mit einer solchen Netzhaut, wenn Sie sich vorstellen, das war vorher eben so, nicht mehr so richtig gut sieht. Mhm. Und jetzt war die Ausgangsfrage natürlich, können wir da jetzt was dagegen tun? Richtig. Und dann gibt es eben verschiedene Stadien. Wir erwischen den Patienten vielleicht in diesem Stadium. Also erst diese Ablagerungen. Und vielleicht ist es auch sogar eine Form, die nicht in diese übergeht. Wenn wir diese Ablagerungen sehen in einer bestimmten Form, in einem bestimmten Alter, dann wäre das beispielsweise der Moment, wo wir sagen würden, in diesem Fall profitieren Sie aller Voraussicht nach von einer bestimmten Therapie mit Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Und dann sagen wir, aha, bei diesen Patienten ist das günstig, das haben Studien gezeigt, ich empfehle Ihnen, nehmen Sie folgendes Präparat. Bei dieser Form der Makuladegeneration, wenn es so feucht geworden ist, wollen wir diese Stoffe, die da ausgeschüttet werden, das ist insbesondere ein vaskulärer, endothelialer Wachstumsfaktor, so heißt der, VEGF ist die Abkürzung, der wird da ausgeschüttet und gegen den haben wir nun einen spezifischen Antikörper. Mhm. Und den gibt es jetzt seit etwa 2 Jahren in verschiedener Form. Und der wird in den Glaskörperraum hineingespritzt, breitet sich dann im Auge aus und verhindert diesen Austritt von Gewebswasser und verhindert die Neubildung von diesen Blutgefäßen und bringt auch einen Rückgang weiter, sodass die Netzhaut dann wieder flacher wird. Und das kriegt der Patient natürlich sofort mit. Man muss sich das am Augenmodell vielleicht nochmal vorstellen. Das ist das Augenmodell. Man muss sich immer vorstellen, es gibt einen vorderen Augenabschnitt, der aus Hornhaut und Linse besteht. Das ist quasi der optische Apparat, die Linse sozusagen, das Objektiv einer Kamera. Und dann einen Glaskörper, der ist hier leider fest dargestellt. In Wirklichkeit ist der so ganz weich und glasklar. Und dann eben am Augenhintergrund, und das ist hier, die Stelle des schärfsten Sehens, dort wo diese eine Quadratmillimeter mit den speziell wichtigen Sehzellen, und da passiert das, da läuft das ab, was wir gerade eben in dem Detailmodell gesehen haben. Da läuft das alles ab und da wollen wir unsere Wirksubstanz hinbekommen. Nun kann man eine Wirksubstanz in den Körper geben über eine Vene, dann ist es systemisch, dummerweise hat diese Substanz erhebliche Nebenwirkungen. Es wäre also schön, sie dorthin zu bringen, ohne dass sie im ganzen Körper sich ausbreitet, und das tun wir, und das klingt jetzt ganz grässlich, ist aber ganz harmlos. Wir geben nämlich durch einen Stich ins Auge mit einer Kanüle. Oh, das ist schon Gänsehautfaktor. Sie reagieren genau wie alle Patienten. genau so ist es, das möchte man eigentlich nicht. Nein. Es ist aber nicht so schlimm. Das muss man tatsächlich sagen, lässt sich unter sterilen Bedingungen in einem Operationssaal mit vorsichtiger Technik eigentlich sehr gut machen. Wo genau denn? Neben der Iris irgendwo in den Augapfel auf der... Natürlich nicht vorne rein. Nein. Daneben dieses ist eine Zone, die wir ganz schön in Ruhe lassen, denn das ist die optische Zone. Und wir wollen auch nicht in den vorderen Augenabschnitt hinein. Wir wollen in den hinteren Augenabschnitt. Da hat der liebe Gott oder wer immer uns dieses schöne Auge gemacht hat, klugerweise eine Region hergestellt, in der wenig Blutgefäße sind, sodass wir dort gefahrlos eine Kanüle hineinstechen können und wo die Netzhaut auch noch nicht losgeht sozusagen, denn wir wollen auch kein Loch in die Netzhaut machen. Dann würden wir eine Netzhautablösung provozieren. Nein, es gibt eine etwa 1 bis 2 Millimeter große Zone hier am Übergang des vorderen in den hinteren Augenabschnitts und an dieser Stelle können wir ins Auge hineingehen mit einer Kanüle oder mit anderen Instrumenten und diesen Wirkstoff eben ins Auge bringen. Wie wird das betäubt? Örtlich, das heißt in diesem Fall nur mit Tropfen. Mhm. Das heißt, wir müssen nur diese vordere Zone des Auges mit Betäubungsmittel betäuben, sodass die Zone vollkommen berührungsunempfindlich ist, und dann können wir da hineinspritzen.
Damit uns dieser Eingriff trotzdem erspart bleibt, wäre es ja wünschenswert, Sie haben es eben schon gesagt, dass man die Patienten, also Zitat, in einem früheren Stadium erwischt. Wie ist das denn mit den Alarmzeichen für mich als Laien, als Patienten? Man lässt ja zum Beispiel eine Netzhautuntersuchung nicht alle 6 Monate machen. Diese Linien, die man sieht, wo Sie gesagt haben, die verschwimmen, das ist ein Indikator dafür. Woran merke ich noch, dass ich eventuell die Makuladegeneration habe? Insgesamt Herabsetzung der Sehfähigkeit. Am schnellsten merken, oder die meisten merken es als erstes, am Verlust der Lesefähigkeit oder am schlechter werden der Fähigkeit zu lesen. Also, man braucht mehr Licht. Das ist das Erste. Ich kann nicht mehr so gut lesen. Das bringt einen zum Optiker oder zum Augenarzt, hoffentlich zum Augenarzt, der dann eben mal nachschaut, wenn man in dem entsprechenden Alter ist. Und es ist über das bereits zu diesem Zeitpunkt meistens schon erfahrene, schwächer werden der Lesefähigkeit hinausgehen. Das heißt also, die Arme werden zu kurz, das ist die normale Alterssichtigkeit. Mhm. Es wird das gleicht man dann eben aus durch eine Brille. Dann wird es vielleicht ein bisschen dunkler insgesamt, die Farben sind alle nicht mehr so brillant, vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet durch Lichtquellen. Da denkt jeder und zu Recht als erstes an den grauen Star, also an die Trübung der Linse. Mhm. Das ist alles Optik. Ja, da ist also das optische System des Auges einem Alterungsprozess unterworfen. Und dieses optische System macht dieses Problem. Wenn es jetzt darüber hinausgeht, dann erfahren Sie Dinge wie, ich kann trotz meiner Lesebrille, trotz hellem Licht, immer schlechter lesen. Und dann kommt eben vielleicht dazu, ich sehe die Buchstaben, wenn ich lese, leicht schief oder etwas verzerrt. All diese Anzeichen, die sollten einen dazu bringen, zum Augenarzt zu gehen. Weil ich auch deswegen gefragt habe, weil ich zum Beispiel ziemlich kurzsichtig bin und mir vorstelle, wenn ich meine Kontaktlinsen oder meine Brille, also Sehhilfen, nicht benutzen würde, da ist sowieso alles so verschwommen, dass ich möglicherweise gar nicht darauf kommen würde, dass das eben eine andere Krankheit als jetzt zum Beispiel meine Kurzsichtigkeit ist. Also da sollte man dann doch lieber den Arzt aufsuchen, der sich das genauer anschaut. Unbedingt. Und auch wenn man schon relativ schlecht sieht, bemerkt man Veränderungen. Die bemerkt man eigentlich recht gut. Deshalb sage ich immer, achten Sie darauf. Gerade in dem täglichen Umfeld, schauen Sie auf die Kacheln an Ihrem Badezimmer. Mhm. Die sehen Sie jeden Tag. Und wenn Sie sehen, Mensch, irgendwie merke ich jetzt, da ist die Linie krumm oder ich sehe diese Kacheln nicht mehr so gut. Das ist ein Alarmzeichen. Wir geben den Patienten auch so ein Gitternetz mit. Zum selber prüfen. Ah, okay. Wo man immer auf als so einen, Kachelersatz auf so einen, quasi. Genau, wo man immer so auf ein Gitter schaut und da das Zentrum fixiert und dann feststellt, ob sich irgendetwas verändert. Wunderbar. Soweit meine Fragen. Ich bin jetzt viel schlauer. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schaudy, für Ihre Ausführungen am heutigen Tag. Und Ihnen danke ich wie immer natürlich auch recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Ihre Fragen sind auch ein bisschen beantwortet worden. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche wiederzusehen an dieser Stelle. Wie immer klicken Sie sich rein auf www.asklepios.com/Nachtvorlesung. Da bekommen Sie außer dieser Sendung auch noch diverse andere, die wir für Sie dort aufgelistet haben. Können Sie sich einfach bequem durchklicken. Und wir haben auch auf unserer Internetseite zum Beispiel die Daten von unseren hanseatischen Nachtvorlesungen, wenn Sie mal live eine besuchen möchten. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.